Jesus Christus starb für mich. Jesus Christus starb für dich. Für die ganze Welt starb er am Kreuz. Er nahm unsere Schuld auf sich. Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Deine Gnade gilt auch mir. Danke, Herr, dass du die Schuld vergibst. Ich will leben, Herr, mit dir. Jesus ist der Weg für mich. Jesus ist der Weg für dich. Jesus ist der Weg zum Vaterhaus. Er nahm unsere Schuld auf sich. Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Deine Gnade gilt auch mir. Danke, Herr, dass du die Schuld vergibst. Ich will leben, Herr, mit dir. Jesus Christus, er ruft mich. Jesus Christus, er ruft dich. Mach dich auf und folge Jesus nach. Er nahm unsere Schuld auf sich. Herr, ich danke dir, dass du mich liebst. Deine Gnade gilt auch mir. Danke, Herr, dass du die Schuld vergibst. Ich will leben, Herr, mit dir. Ja, wir dürfen wissen, dass Jesus Christus jeden ruft. Jeder, der zu ihm kommt, den wird er nicht hinwegstoßen. Und er möchte, dass jeder errettet wird. Ja, suchen Sie den Herrn Jesus Christus, solange er noch zu finden ist. Ja, heute hat er auch mit einem Handwerker gesprochen, da in Vogtland, im Mark Neukirchen. Und das ist schön, wenn Menschen zuhören und sich was erklären lassen. Aber stolze Menschen, die alles besser wissen, ja, die hat der Herr eben auch nicht annehmen können. Aber wer zu ihnen kommt, den nimmt er gerne an. Und ja, da machen wir ihnen Mut, dass Jesus Christus dich ruft heute und mach dich auf und folge Jesus nach. Warum ist es so wichtig, aufmachen und Jesus nachzufolgen? Er nahm die Sünde, die Schuld auf sich und das wünschen wir dir. Und das ist auch unsere große Freude. Ja, der Lukas hat es heute auch gesungen beim Verdahlen in die Briefkästen. Und es ist das Schöne, dass wir ja vor diesem Liederschatz singen dürfen, dass wir uns erfreuen und erquicken dürfen, weil der Herr Jesus Christus bald kommt. Mach dich auf und folge Jesus nach. Shalom.